herzlich willkommen, liebe GC-Fans, hier live aus dem Stadion Letzigrund zu einem wichtigen weiteren Match von unserem Grasshopper Club. Das mal daheim gegen Gast aus der Innerschweiz, gegen FC Luzern. Schari weitergeleitet, schön jetzt auf die linke Seite, dann kommt der Böller hoch rein, aber dort hat der Seko fürs erste aufgepasst. Ist aber wieder Friedeck, der reinflanken kann. Wieder eine Chance für Luzern. Aber dann kommen sie nicht richtig hinter den Ball und der Böller geht am Goal vorbei. Mit dem Kopf hat dort, wenn ich es richtig sehe, hat Filiger probiert, andere wird spielen. Friedeck würde auch noch bereit stehen für eine kurze Variante. Aber der Ball kommt auf den zweiten Pfosten, hinter den Kopfball, aber dort ist der andere Moreira, der im letzten Moment seine Hände aufbringt und den Ball unter der Latte rauskratzen kann. Und so bleibt es beim 0-0. Linke Seite über den Yashari bringt es den Böller wieder unter Kontrolle. Friedeck jetzt mit einem weiten Ball in Richtung Schürf, der ist bereits im 16er drin. Schürf leid zurück. Heieiei. Dritten Abschluss und dritten Eckball. Wieder hat der andere Moreira da müssen seine Finger dazwischen bringen. Nur hier auf den Konter, probiert der GC unter Druck zu setzen. GC findet jetzt aber einen Weg mit dem Schmid hier auf Asl und Zerner Goal. Jetzt ist es der Herz, der in die Mitte flankt. Und der Demaschein zieht ab. Aber der Marius Müller mit der zentralen Position dort hinten. Blank, ein Ball raus Richtung Friedeck und Schürpf. Aber Toppers können dazwischen gehen mit dem Herz. Spielt auf den Demaschein. Der Demaschein im Strafraum innen drückt ab. Gute Abwehr aber von Marius Müller. Und es kommt zum dritten Eckball für GC. Und das geht Applaus zu dieser Szene, wo sie wirklich gut gespielt haben. In der Mitte, der Yashari wird da nicht angegriffen, jetzt der Losli. Aber immer noch Luzern da am Böllen, schon bereits im 16er drin, über die linke Seite, über den Schürf vom 16er abzieht. Pfostenschuss für Luzern, Nachtsetzer. Immer noch, der Böllen immer noch heiß, immer noch drin im 16er, der Schürf hoch rein. Und dann ist es entschärft. Riesenchance jetzt für unsere Gäste aus der Innerschweiz. Jetzt drin, höher Ball in Richtung 16er. Dort ist aber der Seko, der Herr der Lüfte, und kann da klären. Jetzt vielleicht ein schneller Konter in Richtung Demaschei. Demaschei im 1-2 setzt sich. Oh! Demaschei zieht allein auf Luzern los. Schöne Lupfer. Nein, Adlatte! Vielleicht Nachschuss vom Schabani. Nein! Auch dort ist noch ein Luzerner dazwischen. Starke Aktion jetzt von unseren Hopper. Demaschei ist allein aufs Goal gezogen und ein Lattenknaller. In der 38. Minute. Aber GC immer noch im Ballbesitz. Seko auf den Losli. Losli über die rechte Seite. Kawabe, der den Ball verbringt in Strafraum rein. Weit in Richtung Losli. Seko kommt auch nicht ganz am Ball. Dann kann der Burg für das erste befreien. Bis zum Morandi. Morandi versucht den Ball heimtückisch am Goalie Müller vorbei zu spitzeln. Aber der Müller ist blitzschnell untergesehen und hat den Ball können entschärfen. Plötzlich ganz, ganz viel Gras vor sich, läuft da bis in die Platzhälfte von der Hoppers rein. Überlässt den Ball dann wieder im Friedeck, der Seitenwechsel auf die rechte Seite rauf, zum weit aufgerückten Attiger. Hinterausschuss, nein, leck doch mehr. Dort ist ein Luzerner ganz allein, 5 Meter vor dem André Moreira. Ball kommt weit und breit, kein Verteidiger rum, aber der Moreira mit der... Da stark nachher jetzt über die linke Seite der eingewechselte Chader da, der sich da durchsetzt und abschließt, aber ein harmloser Ball. Aber Luzern setzt nachher und wirklich nur 1 Meter am Goal vorbei. Kawabe den Ball da können in die Mitte in die Flanke mal schauen, was da daraus passiert. Freistoß Kawabe flach hin und Goal! Goal! Herrlich gemacht! Der Freistoß kommt flach vom Kawabe und es ist der Dominik Schmid, wo der Ball noch berührt dort drinnen, wo der Ball ablenkt und noch weiter Richtung Goal buxiert. 1-0 für unseren Grasshopper Club Zürich. Ah, das tut ja richtig gut. Flach reintreten vom Kawabe und dann ist es noch ein Spike, der da dazwischen war und den Böllen unhaltbar abgelenkt hat. Ein international bekannter Mann, der jetzt hier eingewechselt worden ist für Luzern. Jetzt geht es aber über die andere Seite, es geht über die linke Seite. Und jetzt aber der Träger jetzt gerade am Ball mit dem Abschluss. Pfostenschuss, eine riesen Aktion vom Eingewechselten. Und dann wird noch ein Luzerner umgehauen dort. Aber es wird moniert, ob da noch ein Penalty gepfiffen werden soll. Eine riesen Chance für den Eingewechselten Träger, der hier allein an 16er geht. Von der rechten Seite, der Ball kommt rein. Richtig Losli! Und der Ball ist drin! 9 auf 76
60. Minute, 2:0. Noah Losli zum 2:0. Nach der Standardsituation, der Ball herrlich reinkommt, auch auf seinen Kopf. Und es steht 2:0. Das ist jetzt natürlich ganz ein grosser Schritt in Richtung Sieg. 2:0 für GC. Es war der Innenverteidiger, der Losli. Sie probiert ihn da rauszudrücken und ihn fernzuhalten von einem gefährlichen Ball in Richtung 16er. Das klingt jetzt auch. Jetzt, ja, der Konter wird unterbunden. Das Spiel ist fertig. Ja, sensationell. GC gewinnt das wichtige Spiel gegen FC Luzern mit 2:0.